Mensch, es ist doch Mittagsruhe. Was klopft denn der da so rum? Ach, Papa, der macht doch nur irgendwas in seinem Haus dort. Das ist doch nicht weiter schlimm. Ja, so schlimm ist es nun auch nicht. Ja, aber ich muss auch mal in der Nacht arbeiten. Und am Tag kann ich dann nicht schlafen, wenn der die ganze Zeit am Arbeiten ist. Ja, verständlich. Aber das wird schon bald aufhören. Und ey, Freunde, ihr seid auch hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Würde mich super, super dolle freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr wie dieses hier zu verpassen. Und wie ihr seht, bin ich wieder in Brookhaven und hab hier mega, mega krasses Haus mit einer mega Aussicht über die ganze Stadt. Also ich finde das auf jeden Fall krass. Lasst auf jeden Fall mal alle jetzt einen Daumen nach oben da. Und so, Sohnemann, wollen wir noch eine Runde spielen? Ich werde dann schon mal was kochen für euch, Jungs. Jo, na klar, Papa, will ich was spielen. Mama macht schon fleißig das Essen, aber was wollen wir spielen? Warte, Papa, ich komme gleich wieder, ja? Ich hol schon mal den Ball aus der Garage. Okay, hol den Fußball und ich werde meinen Freunden, also dir, noch schnell unser Haus zeigen. Guck mal, hier gehen wir zum Beispiel nach oben. Hier ist unsere erste Etage, also nee, zweite Etage besser gesagt. Hier spiele ich immer Roblox am PC. Und dann haben wir hier noch unser Elternbett. Alter, guckt euch das mal an. Hier kann ich einfach von oben bis nach unten in den Pool springen. Das macht mega Spaß. Dann haben wir hier ein riesen Badezimmer, was meine Eltern so nutzen. Also meine Eltern verdienen echt gutes Geld, das seht ihr gerade hier. Dann haben wir hier noch mein Zimmer, wo ich auf jeden Fall gerne hier drinne, ja, schlafen muss. Aber auch so egal. So, ja, dann haben wir noch ganz oben, haben wir hier so den Luxusbereich. Ja, Alter, ich sag mal so, wer hätte nicht gerne hier so ein Swimmingpool, einfach einen Grill ganz oben und hier kann man auch auf dem Glas so laufen. Also das ist ein richtig geiles, krasses Haus. Schaut euch das gerne mal an. Aber Freunde, ich habe ja gesagt, ich werde jetzt erstmal eine Runde mit meinem Papa spielen gehen. Also los geht es. Ich muss die Garage reparieren. Mann, ist das eine harte Arbeit. Der da unten, der brüllt auch schon rum. Naja, egal. Gehen wir mal eine Etage nach unten und springen jetzt in den Pool. Alter. Okay, let's go. 3, 2, 1, los geht's! Yeah! Alter, das war cool. Hier kann man dann auch zum Beispiel noch das Licht an- und ausmachen, um es ein bisschen zu beleuchten. Und da ist schon mein Papa! Los geht es! Feuer frei! Yeah, du schießt fast ein Eigentor. Boom, so schießt man Tore. Yeah, das hier ist unser kleiner Garten. Hier übernachte ich auch gerne mal mit einem Zelt, das ich hier dann zum Beispiel so gerne aufstelle mit meiner Matte. Yeah, dann kann ich immer hier draußen im Garten übernachten. Ja, Vitamine, wenn du magst, können wir heute draußen übernachten. Oh mein Gott, ja. Ich hätte übelst Lust, hier draußen zu übernachten. Ich meine, Papa, das haben wir mega lang nicht mehr gemacht und es wird doch mal wieder Zeit, oder nicht? Und warte mal, wir schmeißen den Ball ins Wasser. Jetzt ist es ein Wasserball. Oh yeah. Okay, dann hole ich mir auch noch meinen Schlafsack und dann können wir heute draußen übernachten und die Sterne beobachten. Ja, und heute ist, glaube ich, sogar Vollmond. Das ist doch mega, mega cool. Hier unten haben wir zum Beispiel auch noch ein Gästebett. Und warte mal, was macht unser Nachbar dort? Es ist zwar Mittagsruhe, aber ich muss meinen Rasen pflegen. Ich meine, ohne gesunden und schönen Rasen wird sich doch auch keiner dieses Haus angucken und wird jeder denken, dass das ein ungepflegtes Haus ist. Nicht mit mir! Hey, das kann doch nicht sein. Was machst du denn dort? Es ist 12 Uhr Mittagsruhe. Es gibt Leute, die schlafen wollen. Hey, hat da irgendjemand geredet? Ich muss weiterarbeiten. Tut mir leid. Ach Mann, ey. Das kann doch nicht sein, dass der hier mitten um 12 Uhr Rasen mäht. Na, warte mal ab. Irgendwann wirst du schon ein böses Wunder leben. Aber jetzt weiter Fußball spielen. Und für meine Lieblinge nur das Beste zu essen. Meine Lieblingskeulen. Oh mein Gott, ich liebe es so. Dankeschön, Mama. Oh, das schmeckt sowas von gut. Das hast du echt wieder gut gekocht. Oh ja, das... Warte mal. Was ist denn das da draußen für ein Lärm schon wieder? Warte mal, ich höre gar nichts. Was ist denn... Hä? Oh mein Gott. Hä? Was macht der denn dort? Nur ein bisschen sauber machen hier. Na, so langsam nervt der Nachbar echt tatsächlich ein bisschen. Der ist echt übel laut die ganze Zeit, Freunde. Was kann man gegen so einen nervigen Nachbarn machen? Am besten ignorieren, oder? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Aber Papa, lass dich deswegen nicht so ärgern. Wir werden jetzt einfach essen und nachher, du weißt ja, werden wir heute schön campen gehen. Oh, schön, dass ihr im Garten campen geht. Ich wünsche euch viel Spaß dann, ja? Oh ja, das wird sowas von cool. Vitamine, hör auf Roblox zu spielen. Es ist Zeit zum Übernachten.
Übernachtungsparty? Oh yeah, ich komme, Papa. Dann muss halt Roblox mal eine Runde warten. Let's go, wir gehen direkt nach unten. Wo ist mein Vater? Ja, warte mal, der wartet bestimmt schon ganz, ganz unten. Let's go. Es ist auch schon übel dunkel geworden. Und da bist du ja, Papa. Ja, ganz genau. Ich habe mir schon mein Zelt aufgestellt. Und meine Matte ist auch schon aufgeschlagen. Oh mein Gott, ja. Aber Papa, können wir jetzt irgendwie hier noch so ein Lagerfeuer machen? Oder vielleicht so ein bisschen Gitarre spielen? Ein Lagerfeuer vielleicht nicht am Haus. Aber eine Runde Gitarre spielen. Wir singen ein schönes Lied gemeinsam. Und das war das Lied. Oh, er ist eingeschlafen. Super gemacht. Dann kann ich mich ja jetzt auch hinlegen. Oh, ich bin nämlich auch schon ganz schön müde. Meint ihr, das ist schlimm, wenn ich jetzt noch ein bisschen Lärm mache? Ich meine, es ist 23 Uhr. Ich meine, die werden doch nicht schlafen, oder? Ach, egal. Ich muss noch mein Fenster zusammenhammern. Warte mal, das kann doch nicht sein. Der Nachbar, der hämmert da schon wieder. Was soll das? Na, warte ab. Du wirst sehen, was du davon hast. Ja, Mr. Funny ist da. Mr. Funny wird dich jetzt belehren, was man nicht macht bei seiner Nachbarschaft. Aber ich muss nur langsam vorbei an meinen Sohn. Und der darf nicht wissen, dass ich Mr. Funny bin. Ja, gute Nacht, kleiner Sohn. Und jetzt kümmere ich mich um den Nachbar, der ist ja furchtbar. Alter, die Tür ist dazu geknallt. Papa, was ist jetzt passiert? Hallo? Oh, habe ich schlecht geträumt. Oh mein Gott. Na gut, dann gehe ich mir mein Glas Wasser holen von Mama drinne. Gute Nacht, Papa? Wo ist der? Warte mal, hat er nicht... Wollt ihr denn nicht mit draußen schlafen? Schläft er etwa drinne? Ach, egal. Na gut, Freunde. Nur noch schon schnell ein Glas Wasser. Und dann gehe ich wieder ins Bett. Ey, warte mal. Lacht ihr, dass ich vom Wasser antrinke? Ach, egal. Aber jetzt geh zurück ins Bett. Ja, warte mal ab. Jetzt wird der Mr. Funny kommen. Hä? Was? Warte mal, was ist denn das da drüben? Und warum hämmert der denn... Warte mal, wer ist denn das da drüben, Freunde? Hä? Das ist Mr. Funny? Mr. Funny ist doch diese gruselige Spielzeugfigur. Oh nein, wir müssen irgendwas machen. Wie können wir Mr. Funny aufhalten? Was will er machen? Hey, wer sind Sie? Lassen Sie mich runter. Na, warte ab. Dein blödes Getue geht mir den ganzen Tag auf die Nerven. Dafür werde ich dich bestrafen. Viel Spaß da unten. Los geht's. Mach ruhig. Nimm das! Oh. Warte mal, was ist das denn dort? Oh mein Gott, das ist Mr. Funny da oben. Ja, das war gut. Das hast du auch verdient. Und jetzt schnell wieder zurück. Los geht's! Warte mal, Mr. Wo rennt der hin? Oh nein, der will zu uns nach Hause. Warte mal, ich muss da direkt hinterher. Dir werde ich gleich helfen. Aber wer ist das? So, wo ist der? Ich gehe mal hier rein. So, schnell. Hallo? Hallo? Und wieder zurück verwandeln. Los! Was haben meine quadratischen Vitaminaugen dort gesehen? Mr. Funny ist mein Vater? Oh mein Gott, was ist denn nun los? Das kann nicht sein. Oh mein Gott, Mr. Funny ist mein geheimer Vater. Oh mein Gott, wir müssen irgendwas unternehmen. Ich meine, Mr. Funny ist übelst gefährlich, denn niemand entkommt seinen Spielzeugladen oder wie auch immer ihr das nehmen wollt. Oh Mann, und da drüben ist unser Nachbar. Jetzt weiß ich auch, warum mein Vater die ganze Zeit böse auf ihn war. Oh, wir haben ein kleines Problem. Aber egal, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coolen Videos sehen wollt mit mir und meiner Familie, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss!